Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Und ja, wir brauchen immer noch sehr. Warte, müssen wir das alles jetzt? Ich will mal was ausprobieren. Wenn ich das jetzt alles erstmal bei mir hier hinpacke, irgendwie. Ah. Ich würde sagen, die wertvollen Ressourcen packe ich erstmal bei mir hier rein. Und wenn ich das dann mal rausnehme und umplatziere, ob das auch alles erhalten bleibt oder weg ist, wenn ich den jetzt. Von den können wir weg. Da tut es nicht so weh, wenn es weg ist. Hier Leder können wir auch erstmal hier hinpacken. 100 Glas. Ah, warte mal. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Komm, lassen wir Dreck drinnen. Packen das mal hier oben hin. Dann will ich hoffen, dass ich das hier jetzt umplatzieren kann. Ah, okay, das wird dann so in der Art sein. Den packen wir aber erstmal hier oben hin. Dann würde ich sagen, die Ressourcen packen wir hier oben. Dann diese packen wir hier hin. So, der muss auch noch da hoch. So. Dann müssen wir die wieder einsammeln. Fass, 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 fass. Ja, wir haben ihn erwischt. Dann packen wir das mal hier hin. So. Essen hier unten. Das Ding können wir hier hinpacken. Hier essen. So. Man kann das hier hin. 20 Seil packen wir auch mal hier hin. Dann hatten wir da noch ein bisschen was rumliegen gehabt. Auch noch mal essen. Wo habe ich das? Da. Und Dreck. Ich finde es interessant, dass ich Dreck hier mit Lebensmitteln aufbewahre. Und dass ich das bedenkenlos essen kann. So, jetzt hänge ich hier fest. Ach so. Hier habe ich den Grill hingetan, ne? Da haben wir wieder ein Fass. Nein, den kriegen wir nicht mehr. Jo, jetzt haben wir den. Und wieder Kunststoff und Seil, die wir aber nicht wirklich brauchen, und eine Palme. Ah, und wieder eine Rübe, auch nice. Ach so. Die Planken waren weg. Und da schwimmen die auch weg. Ja, nice. Haben wir doch noch geschafft. Und so. Fass, 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 fass. Okay, funktioniert so nicht. Nein. Nach oben. Wo ist denn das Fass hin? Da. Geh weg, Boris! So, dann können wir den auch mal umplatzieren. Schmeiß mal den Stein hier weg. Da ist er. Das können wir weg. Den packen wir mal hier runter. Und packen den mal hier neben. So. Dann kann das
hier rein. Das kann hier hin. Das kann hier hin. So. Und ich hoffe nochmal drei Palmen. Planken. Nein, nur zwei. So, ah, komm hoch. Ja, haben wir. So. Ach so. Da hinten ist wieder eine Kiste. Und den müssen wir auch mal wegpacken. Und den auf. Damit wir hier unten schon mal frei haben und das alles umbauen, umplatzieren, wie auch immer können. Nein, nicht der. Das hier. Packen wir den erst einmal hier hin. Und das auch erstmal dahin. Jo, den müssen wir kriegen. Okay, Palmblatt kriegen wir dazu. Können wir gleich wieder wegschmeißen. Ich hoffe, den kriegen wir da hinten. Komm schon. Die Planke nehme ich auch wohl mit. Ja, haben wir. Und ich hoffe, den kriegen wir auf. Sieht so aus, als würde direkt auf unseren Haken zuschwimmen. Ja, nice. Ah, geil, wir können. So. Ich würde sagen, wir bauen erstmal bis hierhin. Und dann machen wir hier oben alles voll. Oh, was war denn das für Ruckler? Nice. Und den kriegen wir auch noch. So, dann kann das wieder weg. Das kann weg. Das kann weg. Wir können aber auch schon langsam planen, hier die Dinger wieder zu machen. Jeden zweiten. Eins. Ah, hier haben wir nicht genug. Da haben wir leider nicht genug. Da haben wir wieder eine ganz große Insel. Die ist ja echt riesig. Aber es wird wieder dunkel. Ah, da kommt wieder ein Vogel. Bitte sag mir nicht, der ist auf mich. Gut. Der fliegt weg. Ich hoffe, der ist jetzt nicht auf der Jagd nach mir. So, den haben wir. Toll, dass ich diese Scheiße hier kriege. Die brauchen wir erstmal auch nicht. Was wir brauchen, ist Planke.
Da haben wir wieder einen Eber. So, den haben wir. Okay, was Planken angeht, haben wir jetzt ein bisschen Pech. So, kann weg. Und kann auch weg. Die packen wir mal so zusammen. Ich hoffe, der geht jetzt nicht auf mich los. Wie sieht es eigentlich hier mit den Türen aus? Wo waren das? Hier. Wie groß wären die denn? Ah, so groß wären die. Okay. Könnten wir hier eigentlich so eine Tür machen? Und hier auch nochmal. Würde ich sagen, lassen wir das hier so offen, wie das ist. Dann wird das hier auch noch irgendwie, keine Ahnung, so ein zusätzlicher Lagerbereich sein oder so. Also den wollen wir haben. Nice. Warum kriegen wir so wenig Planken in letzter Zeit? Und das kann weg. Das kann weg. 7 Planken. So, wir machen nur bis hier erstmal. Machen wir hier gleich zu. Und machen dasselbe hier bis dahin. Dann gehen wir hier auch nochmal jeweils eins hoch. Und dann schauen wir mal, wie das dann wird hier. Hier bin ich nicht ganz sicher, ob ich das hier richtig gemacht habe. Komm, ich will dich haben. Haben wir jetzt wenigstens 2 Planken. So, den fast kriegen wir den. Ich hoffe. Ja, geil. Oh, geil, so viele Planken haben wir diesmal bekommen. Müll. Müll. Den nehmen wir noch. Ja, da können wir hier fertig machen. Nice. Die Seite haben wir erste Lage durch. So, ich hoffe, der hat auch ein bisschen was an Planke dabei. Ja, ein bisschen hat er was. Ah, da kommen auch nochmal 2 Fässer. So, aber wir machen jetzt erstmal von hier. Hier. Ich hoffe, den kriegen wir. Ne, wir haben ein bisschen daneben geworfen. Aber den haben wir. Können wir den gleich mit einsammeln?
Ja, geil. Und das sind nur drei Planken. Ja, warum sind das immer so wenig Planken? Das macht mich traurig, wirklich. So, wir müssen jetzt wieder was essen. So, warte. Machen wir das. Nein. Das soll bitte hier bleiben. Alter, wie viele Rüben fresse ich hier? So, für Trinken können wir das hier nehmen. Und vielleicht noch Kokosnuss. So, da. Ich hoffe, den kriegen wir jetzt. Komm. Ja, komm. Wir können die Rüben mal hier drauf packen. Hallo. Ja, haben wir jetzt. Packen wir das mal hierzu. Kokosnüsse wieder hier rein. Die Kartoffeln packen wir mal hier runter. Da haben wir wieder ein Fass. Ja. Ah, die Planke haben wir verfehlt. Und da ist eine Kiste. Die wir so nicht kriegen. So müssten wir die jetzt kriegen. Da kriegen wir ein bisschen Plastik auch noch dazu. So, das weg. Das weg. Hier haben wir noch einen Stein dazu bekommen. Und da kommt noch ein Fass. Hallo Boris. Wie hatten das eigentlich Gronkh und Tobi damals gemacht, als die Raft gespielt hatten, so dass man hier über dem Hai so einen Namen gesehen hatte? Ich würde den Hai wirklich hier gerne auch immer wieder mit dem Namen Boris sehen. Fände ich mega geil, auf jeden Fall. Wenn da wirklich so der Name drüber steht, Boris geschrieben. So und so. Ah, wir können gleich zwei Stück bauen. Machen wir so und... Nein, nein, so. Da lang. So, wo ist Boris? Oh, ein Rochen. Ah, Boris hat uns im Visier. Keine Ahnung, wo Boris jetzt hin ist. Jetzt ganz schnell hoch. Einfacher Fischeintopf. Ah, wir gehen mal von der Seite. Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Komm. Nein. Ja. Panik. Richtig Panik gerade. Oh, wir haben wieder ein Erz.
So. Aber keine Planke. Aber dafür wieder was anderes Schönes. Wo haben wir das? Da. Jo, die Dinger, die kommen jetzt ordentlich. Rezept brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Hätten wir eigentlich auch von hier wegschmeißen können. Weil wir haben noch keine Küche, wo wir die dann auch hinhängen können. Oder lagern können oder was auch immer. Ich finde es schade, dass wir jetzt immer noch keine. Nicht genug. Wir brauchen noch 12, um den hier fertig zu kriegen, diesen Bereich. Und dann nochmal ordentlich was für noch eine Lage drüber. Ah, 35 Tage. Ah, nice. Bald haben wir 2 Monate überlebt. So, komm schon. Ja, Mann, Steine und nur eine einzige Planke. Weg damit. Weg damit. Komm, die brauchen wir eigentlich auch nicht. Weg damit. So, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Da hinten kommt wieder eine Kiste. Weg damit. Weg damit. So, den nehmen wir mit. Machen wir den hier voll. Dann nochmal 6. Ja, wir bräuchten gleich aber auch wieder einen Haken. Der hier gibt auch bald langsam den Geist auf. Dahin kommt wieder eine Insel. Mit jeder Menge Bäumen. Und hoffentlich ohne Vogel. Ja, geil, wir haben ihn erwischt. Und trotzdem nicht genug. Weg. Ging meine Maus gerade raus. Und den schnappen wir uns. Können wir das hier eben schnell fertig machen? Nice. Dann ist jetzt noch eine Lage drüber. Dann sind wir auf derselben Höhe wie da. Den nehmen wir auch noch mit. Warum knabbert Boris nicht an den Fässern oder so? Oder ist er zu schlau dafür? Nur 4 Planken. So, weg, weg, weg und weg. Das ist eine echte Schweinerei, was ich hier mache, dass ich das alles wieder zurück in den Ozean schmeiße. Aber ich vermute, zu der Zeit, wo Raft spielt, gibt es eh keine Umweltaktivisten mehr. Weil ich vermute, alle Eiskappen und so weiter sind schon weggeschmolzen. Und dass es deshalb so ist, dass hier alles unter Wasser ist, dass alle nur auf dem Raft leben. Ich weiß zumindest, es gibt hier noch andere Menschen.
Aber viele können das ja auch nicht sein. So, dann parken wir jetzt hier gleich mal. Und jetzt. Obwohl vom Trailer an sich und vom Let's Play von Gronkh und Tobi weiß ich auf jeden Fall auch, es gibt hier ein Eisgebiet. Also sogar ein richtig großen Gebiet voller Eis und Schnee. Aber ich denke, das meiste ist hier eh schon weggeschmolzen. Und hier kommen wir nicht hoch. Oder doch. Hier kommen wir doch hoch. Ich glaube, mehr ist hier auch nicht. Den weg. Und so. Nein, andere Richtung. Ja, komm. Ja, dann dreht er sich jetzt halt ein bisschen. Nee, nee, so. Können wir das wieder wegschmeißen? Das hier? Wir haben schon wieder Durst. Können wir die hier auffressen? Kartoffeln bewahren wir uns noch ein bisschen auf. Und dann schauen wir mal, dass wir uns noch mal einen neuen Haken hier anbauen. Ah, wir haben keine Planken. Kriegen wir den? Ich würde sagen, nein. Den wohl eher, ja. Ah, geil. Das heißt, einen neuen Haken können wir uns bauen. Und wir machen wieder eine Schweinerei. Nieder mit der Umwelt. Bitte nicht ernst nehmen, ja? So, gleich 36 Tage geschafft. Oh. Können wir aufsammeln? So, wo... Achso, da ist er. Ich wollte schon sagen, wo ist er hin? Geil, nochmal zwei. Komm, ich will euch haben.
Eis haben wir geschafft. Und ich hoffe, den kriegen wir auch noch. Nope. Ja. So, weg. Und weg. Und weg. Obwohl ich glaube, mit Palmenblättern und Steinen ist es eher weniger schlimm als mit dem Plastik. Denn die Palmenblätter und Steine kommen ja eh in der Natur vor. Das Plastik ist ja das, was vom Menschen geschaffen wurde. Das ist ja die Umweltverschmutzung. Die Planken ja auch eigentlich im Grunde. Es sei denn, es werden so, keine Ahnung, Holzreste von irgendwelchen Bäumen, die abgestorben sind oder so. Aber nicht so richtige Planken, sondern einfach so, so richtig Baum, meine ich jetzt. Aber ich sehe gerade, wir sind jetzt schon wieder bei einer halben Stunde, bei 31 Minuten. Dann würde ich sagen, wir können gerne in der nächsten Folge deswegen mal diskutieren, debattieren, wie auch immer. Könnt ihr auch gerne jederzeit in den Kommentaren euch auch mit beteiligen. Ich lese mir das eh immer alle durch. Zwar nicht immer antworten, aber lesen tue ich sie auf jeden Fall aktuell noch alle. Und ich würde mich freuen, auf jeden Fall mit euch auch da darüber mal zu debattieren, diskutieren, mal eure Meinung zu erfahren. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!